Die Schwierigkeit bei einem Gedichtvergleich ist es, Kategorien zu finden, die in der Konsequenz dessen, was man interpretiert hat, tatsächlich eine Vergleichbarkeit herstellen können. Das möchte ich euch jetzt zeigen in der gewohnten Form. Es ist viel zu heiß draußen, aber bevor ich es dieses Schuljahr dann überhaupt nicht mehr schaffe, möchte ich es zumindest versuchen, gewisse Gedanken anzudenken und euch wieder die Möglichkeit geben, mir über die Schulter zu schauen. Ihr wisst, dass auch diese Art des Videos, obwohl ihr in anderen Videos dieser Art, die ja über eine halbe Stunde dauern, das kann ich gleich schon sagen, und der Unterhaltungseffekt eher weniger ist, es ist natürlich dennoch so, dass es nicht ersetzt die eigene Arbeit, die Auseinandersetzung mit der Lyrik. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es schon immer interessant sein kann, was sich jemand wie ich, der Germanistik studiert hat, dabei denkt. Ich habe, auch wenn es paradox klingt, so wenig wie möglich vorbereitet, um so bei den Gedichten, die ich allerdings damals auch ausgesucht hatte, die Möglichkeit zu lassen, überhaupt erstmal auch in diese assoziative Phase zu kommen. Ich möchte euch bitten, gerne natürlich auch Fragen zu stellen oder Kritik zu üben, im Gegensatz zu, ja, sagen wir mal, etwas autoritären didaktischen Stilen ist es ja gerade so, dass das eben die Möglichkeiten sind, die das Internet bietet. Ich habe zwei Gedichte genommen, die im Prinzip unterschiedlicher nicht sein können und die ich jetzt hier mit euch besprechen möchte. Wir können nicht einen ganzen Vergleich schreiben, aber zumindest könnt ihr so, während ich das tue, sehen, welche Überlegungen ich habe, um dann tatsächlich auch zu einem Ergebnis zu kommen, was so ist, wie ich euch gerade in dem ersten Satz gesagt habe. Ganz grundsätzlich ist es so, der Gedichtvergleich ist gleichzeitig das Einfachste und das Schwerste, was man im Abitur später machen kann. Das ist paradox, logisch. Es ist gleichzeitig deshalb das Einfachste, weil wenn man die Grundkomponenten sehr gut beherrscht, sehr gutes Beherrschen bedeutet eben nicht zum Beispiel ein einfaches Erkennen von rhetorischen Figuren, sondern eine direkte Anwendung. Wenn man das Prinzip verstanden hat und wenn man in der Lage ist, eben sich der Lyrik auf eine Weise zu nähern, die für den Leser nachvollziehbar ist, dann kann man eigentlich kaum überrascht werden. Auf der anderen Seite ist es auch sehr schwer, weil der Vergleich eben nicht auf der Formebene bleibt. Es bleibt eben nicht dabei zu sagen, hier ist formal ein Unterschied zu erkennen, sondern die tiefe Durchdringung, die ja meistens eben metaphorisch oder über Motive einerseits, andererseits eben über das lyrische Ich geht, die ist schon nicht so einfach. Das heißt, diejenigen, die Deutsch jetzt nicht unbedingt als, sagen wir mal, Lieblingsfach haben, denen würde ich dann schon immer sagen, haltet vielleicht dann doch ein bisschen Abstand. So, nun aber zu den Gedichten. Wir haben hier zwei Gedichte, einmal Josef von Eichendorff, Abschied, und Frank Schmitter, Gegen Abend gerieten wir. Ich beginne mit Josef von Eichendorff, einfach, ja, wie ich gesagt habe, zunächst mal assoziativ. Ich würde ja das ganze Gedicht zunächst einmal lesen, um den Ersteindruck zu schreiben. Ich lese es euch jetzt nicht konsequent komplett vor, würde jetzt aber zunächst einmal, wie gesagt, assoziativ soweit gehen. O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt. Es ist hymnisch geradezu, ja. Und zwar durch die Interjektion. O Täler weit, o Höhen, o schöner Wald. Das sind Wiederholungen. Beziehungsweise sogar Deminatio. Wenn ihr das euch nochmal anschaut, das habe ich im dritten Video zu Rap und Rhetorik erklärt nochmal, was der Unterschied zwischen Deminatio und Wiederholungen sind. O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen. Meiner. Das ist als Possessivpronomen direkt
der Verweis der Perspektive des Lyrischen Ich. Meiner Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt. Das lyrische Ich feiert also die Natur dafür, dass sowohl was seine Lust betrifft, also Lust jetzt nicht unbedingt im erotischen Sinne, sondern im Sinne einer, für das lyrische Ich erlebbaren Bedeutung, aber auch der Wehen, also man könnte auch sagen, hier Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt, das ist auch eine Antithese. Andächtiger Aufenthalt, Alliteration. Das ist eine Alliteration, die ich wahrscheinlich gar nicht angeben würde. Warum nicht? Was genau soll ich über diese Alliteration sagen? Alliterationen werden immer gefunden und dann wird dazu gesagt, es betont irgendwas, aber gerade betont es eigentlich nichts. Man könnte höchstens sagen, dass diese Aufeinanderstellung der Alliteration und diese zwei Worte eben eine homogene Umgebung etablieren. Das will ich aber nicht machen. Also die Alliteration kann man weglassen. Gut. Da draußen steht's betrogen, saust die Geschäftige Welt, schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Z. Aha. Hier haben wir also wirklich auch wieder eine Zweiteilung. Da draußen, wo auch immer draußen ist, aber nicht in dieser Natur, steht's betrogen. Das lyrische Ich fühlt sich betrogen, saust die Geschäftige Welt, nun wissen wir auch wovon eben, von dieser, sagen wir mal, geschäftigen Welt der Stadt, möglicherweise des städtischen, schlag nochmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Und das ist jetzt wirklich sehr schön, eine direkte Ansprache an die Natur zeigt die tiefe Verbundenheit, ja, des lyrischen Ich. Und die Natur soll eben in Aktion kommen, handeln, noch einmal den Bogen, das Zelt, um das lyrische Ich schlagen, ihm Geborgenheit geben. Das könnte man eben in dieser Weise vielleicht auch dann noch deutlicher herausarbeiten, eben die Metaphorik des Zelts, in dem das lyrische Ich Abstand gewinnt von dem Betrogensein des Draußen. Gut, das hätten wir jetzt wirklich schon als Deutungshypothese. Das lyrische Ich feiert die Natur als Refugium vor der Stadt, sagen wir jetzt erstmal. Das können wir ja später noch verändern. All das, was ich hier tue, bleibt ja trotzdem sozusagen im Fluss, auch wenn ich das in einer Klausur machen würde. Ja? Gut, und wir können jetzt weitergehen, aber zunächst mal würde ich mir jetzt auch die Strophen noch mal ganz kurz anschauen, um jetzt auch herauszufinden, inwiefern vielleicht das Ganze rhythmisch auch getragen wird. O Täler weit, o Höhen, o Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt. Da draußen stets betrogen, saust die Geschäftige Welt, schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Ein dreihebiger Jambus, der rhythmisch sehr getragen wirkt, eben das Hymnische doch auch in gewisser Weise betonend. Also, wenn man so möchte, die rhythmische, von der Betonung ausgehende Feierlichkeit des lyrischen Ich innerhalb seiner liebsten Natur. Wenn es beginnt zu tagen, die Erde dampft und blinkt, die Vögel lustig schlagen, dass dir dein Herz erklingt. Konjunktional angefangen, was ist dann, ist jetzt eben die Frage, die Erde dampft und blinkt, das bezieht sich natürlich noch auf die Natur, das Dampfen und das Blinken. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon immer im Wald übernachtet haben, aber wenn sozusagen der Tau gerade noch auf den Blättern ist, dann blinkt es, die Sonne bricht sich, es dampft der Waldboden herauf. Also wenn dies alles so ist, da mag vergehen, verwehen, Tautologie kann man hier sagen, ja, das ist tautologisch, vergehen und verwehen ist im Prinzip dasselbe, aber erzeugt nochmal so eine zusätzliche
Wirkung, so eine Dringlichkeit, das trübe Erdenleid, da sollst du auferstehen in junger Herrlichkeit. Auferstehen als Wort, natürlich extrem wichtig. Die Frage ist, wer soll auferstehen? Du, der Leser, ist vorstellbar, wenn es beginnt zu tagen. Das heißt, hier wird diese feierliche Anrede an die Natur nochmal zusätzlich verstärkt. Es bleibt bei diesem Rhythmus und die Metaphorik bleibt auch immer in Bezug auf die Natürlichkeit. Jetzt könnte ich mal schauen, da steht aber Abschied. Das heißt, es ist durchaus jetzt natürlich vorstellbar, dass das alles eben aus einer Perspektive des Abschieds eben formuliert wird. Da steht im Wald geschrieben, ein stilles, ernstes Wort vom Rechten tun und lieben und was des Menschen Hort, also des Menschen Ort, wo er sich sicher fühlt. Ich habe treu gelesen, die Worte schlicht und wahr und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich klar. Hier kann man vielleicht sogar von einer Paradoxie sprechen, einer Paradoxie, die eben darauf rekurriert, dass etwas klar ist, ein Wort, was gefunden wird, aber dennoch auch unaussprechlich. Und die Frage, die sich jetzt eben stellen würde, wäre, was steht genau im Wald geschrieben? Und dieses Geschriebensein muss natürlich nicht als Schriftzeichen gleichsam erkannt werden, sondern eben als eine Art des Zeichens, ein Zeichen, das die Natur dem lyrischen Ich gibt. So, jetzt kommt aber das dritte, bald. Eine zeitnahe Beschreibung dessen, was nun folgen wird. Und dieses Bald lässt mich jetzt nochmal zurückschauen darauf, was wir eigentlich gerade für eine Zeitform hatten. Wenn es beginnt zu tagen, da mag vergehen, also es ist zwar modal, aber es bleibt hier im Präsens. Da draußen steht's betrogen, klar, das rekurriert auf einen sich wiederholenden Zeitraum, aber ist eben gerade noch immer im Präsens. Bald werde ich dich verlassen. Es bleibt bei dieser freundschaftlichen Ansprache, fremd in der Fremde gehen. Das ist hier wirklich auch wieder eine Geminatio, eine Doppelung geradezu. Ja, fremd in der Fremde, fremd und Fremde allerdings etwas unterschiedlich, also als Figura Etymologica, auf bunt bewegten Gassen des Lebensschauspiel sehen. Also dieses Lebensschauspiel ist eben hier das, was er, oder was er, sage ich jetzt, ist ja eigentlich nicht, ich müsste sagen, es, das lyrische Ich in der Welt, in der es sich betrogen hat, eben auch erlebt. Des Lebensschauspiel sehen. Und mitten in dem Leben wird deines Ernsts Gewalt mich einsamen erheben, so wird mein Herz nicht alt. Also inmitten der für das lyrische Ich eigentlich unerträglichen Welt des lebendigen, bunt bewegten Lebens, das eben nicht Natur ist, das nicht dieses Auferstehen in Herrlichkeit ist, das nicht dieser andächtige Aufenthalt der ersten Strophe, eben vierter Vers ist, wird trotzdem der Gedanke an die Natur, den lyrischen Erleben, erheben, ja, das heißt, erheben heißt eben nicht im konkreten Sinn, sondern als jemanden gut fühlen lassen, ganz banal ausgedrückt, so wird mein Herz nicht alt. Also das heißt, wenn man so möchte, gibt die Natur und die Feierlichkeit, das, was die Natur dem lyrischen Ich gibt, ist mehr als eine bloße Verbindung, wie wir sie gerade erklärt haben, sondern ist geradezu ein Jungbrunnen. Die Natur gibt ihm Zeitlosigkeit. Das lyrische Ich feiert die Natur als Refugium vor der Stadt und als, wie könnte man das jetzt sagen, als Mittelpunkt eines lustvollen Lebens vielleicht. Ja. Das Wichtige ist, und das habe ich schon oftmals gesagt, dass die Deutungshypothese hier eben immer Dreh- und Angelpunkt meiner Interpretation sein kann. So, jetzt können wir natürlich diverse formale Erkenntnisse noch daran anfügen. Das machen wir jetzt mal relativ schnell. Wir haben eben eigentlich diesen durchgehenden Jambus, dreihebigen Jambus, der auch, soweit ich das sehen kann, nicht gebrochen wird.
der doch gebrochen wird. Und wir sehen jetzt das gerade in Vers 31. Wird deines Ernsts Gewalt, jetzt müsste ich eigentlich machen, mich einsamen, aber dieses Mich steht ja ganz vorne hier im Vers. Dann müsste man sagen, mich einsamen, mich einsamen. Also da hier ganz am Ende folgt plötzlich diese rhythmische Brechung, um eben nochmal Bezug auf das lyrische Ich persönlich zu nehmen und vielleicht auch diese subjektive Verbindung der Natur nochmal darzustellen. Das Ganze in diesem trotzdem vom Metrum her sehr getragenen, fast schon hymnischen Stil. Für die Romantik jetzt, Josef von Eichendorff ist ja für die Romantik ganz klar einer der Repräsentanten, zumindest was das Lyrische angeht, jetzt auch nicht unbedingt überraschend, weil sich hier eben diese Feierlichkeit zeigt, die Natur als das Gegenüber, als eben Zufluchtsort gegenüber einer sich verändernden Welt. Und hier sieht man eben auch den Wunsch, das so ganz das mystisch, träumerisch aufzuladen. Genau. Wir haben Höhen, Wald, Wehen, Aufenthalt, das heißt, wir haben einen Kreuzreim, der auch so durchgezogen wird, wie ich das erkennen kann. Es gibt unterschiedliche Kadenzen, sowohl weiblich als auch männlich, ja, was ja für so eine, jetzt ganz trivial gesagt, Abwechslung am Vers- und Satzende sorgt. Und diese Abwechslung lässt sich natürlich auch beziehen auf die Wahrnehmung der Natürlichkeit durch das lyrische Ich. Und dann haben wir sonst sehr unterschiedliche Versbeginne. Man sieht gerade im zweiten Vers natürlich da die Anaphern, die verschiedenen Satzparallelstrukturen, aber auch Enjambements, die sich jetzt natürlich nochmal deutlich herausarbeiten lassen müssten. Gerade sowas wie jetzt hier zwei Kommas, bald werde ich, also jetzt in der letzten Strophe, bald werde ich dich verlassen, fremd in der Fremde gehen, auf bunt bewegten Gassen das Lebensschauspiel sehen. Da kann man ja gar nicht mehr atmen, ja. Also diese Form des, das ist ja einfach sehr viel, was da auf das lyrische Ich dann einprasseln wird. Und das wird sozusagen schon durch diese Form der Darstellung antizipiert, könnte man sagen. Gut. Ihr merkt gerade selber, ich habe nicht alles mitgeschrieben, was jetzt hier doch aber durchaus wichtig war, dass das lyrische Ich eben die Natur als Refugium vor der Stadt und als Mittelpunkt eines lustvollen Lebens feiert. Gut, also das haben wir jetzt hier mit dem Abschied. Wir haben auch gesagt, durchaus repräsentativ für die Epoche der Romantik. Das Wundersame, das Mythische, und gleichzeitig auch die Erhebung, die metaphorische Umschreibung einer Wahrnehmung, in der das lyrische Ich eben aufgeht. Und jetzt nehmen wir mal, gegen Abend gerieten wir. Erste Reaktion, ein Hä? Was ist das denn? Also gegen Abend gerieten wir. Und hier zeigt sich, dass so eine assoziative Herangehensweise wichtig ist, aber eben auch das Wissen um bestimmte rhetorische Figuren. Diejenigen, die von euch jetzt zum Beispiel das Video gesehen haben, Rap und Rhetorik 2 war es, glaube ich, Aposiopese und Anakolut, diejenigen wissen, dass das hier ein Satzabbruch ist. Und zwar ein ganz verwunderlicher. Das Wir ist mit drin, also es geht hier um mehrere Personen, aber was schon wichtig ist, ist zu gucken, was ist normalerweise der Kontext von geraten. Man gerät normalerweise in eine Lage, in die man nicht hineingeraten möchte. Und das ist vielleicht der Erwartungshorizont, dem wir uns hier auch widmen müssen, wenn wir eben dieses Gedicht lesen. Gegen Abend gerieten wir in einen Stau, die Alpen, eine Kreidezeichnung am Horizont. Wir haben überhaupt keine Punkte, kein Komma. Das heißt, gleichzeitig wissen wir, dass es hier wahrscheinlich um ein eher modernes Gedicht geht. 2013 steht auch da. Postmodern, das heißt, die Konstruktionen, was man ja normalerweise für Gedichte hält, also ich schreibe jetzt mal ohne Punkt und Komma,
Das spielt ja alles keine Rolle mehr. Ja, das ist ganz, ganz anders. Was ich interessant finde, ist, das Ganze sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Hand. Gegen Abend gerieten wir, ist nochmal die Wiederholung des Titels und ganz am Ende längst nicht mehr wohin, ist auch nicht so lang. Das andere ist alles länger. Hat das was zu bedeuten? Ich weiß es noch nicht. Ohne Punkt und Komma bedeutet niemals, dass der Autor nicht Punkt und Komma kann, sondern es bedeutet immer eine Setzung, die bewusst erfolgt ist. Warum ist die gesetzt? Das wissen wir nicht. Gegen Abend gerieten wir in einen Stau, die Alpen, eine Kreidezeichnung am Horizont. Wenn ich so spreche, wie das hier steht, dann hat das eine gewisse Fahrigkeit. Weil ich erstmal gucken muss, wo müsste denn ein Punkt hin? Die Alpen, eine Kreidezeichnung am Horizont. In der Metaphorik also wegwischbar oder vergänglich. Warum vergänglich? Weil die vielleicht sich auf dem Weg machen dorthin oder kommen sie gerade aus dem Urlaub, wissen wir nicht. Irgendwann war das letzte Auto verstummt. Die kleine weiße Kirche auf dem Hügel hielt die Welt fest. Die Türen öffneten sich in das Leben der anderen. Die Kirche ist hier vielleicht ein symbolischer Punkt, an dem eben dieser Stau anhält. Ja, man sieht diese Kirche, das lyrische Ich sieht die Kirche. Die Kinder tauschten Spiele, Proviant wanderte von Hans Hand. Okay, ja, hat mich wieder erwischt. Die Kinder tauschen Spiele, Proviant wanderte von Hand zu Hand. Es ergibt sich hier also plötzlich eine Situation, obwohl die geraten sind. Wer schon mal im Stau war, weiß, man möchte das nicht. Das Auto ist verstummt, das heißt, der Motor ist aus, es steht. Muss ich sich vorstellen, am Gotthard oder so. Das würde ich jetzt übrigens aber nicht schreiben. Also spielt ja, hat ja nichts zur Sache. Zur Hand. Aus Reisenden wurden Siedler. Das ist doch interessant. Aus Reisenden wurden Siedler. Wir haben hier keine Namen. Es ist nicht genau feststellbar, aber diese Reisenden, aus Reisenden wurden Siedler, wird ja als wirklich in der Mitte stehender Vers doch sehr exponiert. Die Namen und Herkunft tauschen. Also plötzlich spricht man dann miteinander, aber bleibt so im Vorbeigehen. Oder wir haben keine deutlichen Namen und so weiter. Bis plötzlich ohne sichtbaren Grund das vielstimmige Summen der Karawane wieder einsetzte. Eine endlose Kette aus Licht uns mitzog. Wir wussten längst nicht mehr, wohin. Dieses Mitziehen wird durch die Enjambements ja schon auch angedeutet. Ja? Ich habe das fahrig genannt, aber gleichsam, wir haben kein Reimschema, keine Kadenzen, kein Metrum. Das ist für den Schüler jetzt doch, glaube ich, etwas schwieriger. Durchaus. Aber wir haben ja ganz am Anfang gesagt, wir müssen abstrakte Kategorien herstellen. Und wie können wir das jetzt machen? Wir können das natürlich erst machen, wenn wir überhaupt verstanden haben, worum es geht. Es geht hier darum, dass in einem Stau, der anhält, die Menschen zueinander finden. Siedler sind Menschen, die von Ort zu Ort ziehen, die in einer Gemeinschaft leben. Ein Stau innerhalb von Autos ist normalerweise sehr isoliert. Aus einer Isolation kommt also plötzlich eine Gemeinschaft, in der Namen und Herkunft ausgetauscht werden. Aber weder Namen und Herkunft werden genau benannt. Es bleibt also bei einer Zufälligkeit, die dem Reisen mit dem Auto ebenso eigen ist. Diese Zufälligkeit wird betont, indem sowohl schon der Titel andeutet, dass das Geraten passiv geschieht. Gleichzeitig ist es so, dass keiner sich dem entziehen kann, weil eben auch am Ende die Karawane wieder einsetzt. Es ist nur eine endlose Kette. Es spielt überhaupt keine Rolle, was das Individuum tut. Das Licht uns mitzog von den Autos und so weiter. Das ist doch mal interessant. Längst nicht mehr wohin, das ist der letzte Vers. Erst gerät man passiv, man weiß nicht mehr wohin. Warum weiß man nicht mehr wohin? Vielleicht eben, weil man plötzlich einen Moment der Gemeinsamkeit hatte. Ja. So, und jetzt können wir uns dem Ganzen nähern. Wir haben im ersten Gedicht, das lyrische Ich feiert, eine
die Natur als Refugium vor der Stadt. Es ist eine feierliche Anbetung, eine Verbindung. Und beim zweiten haben wir, und wenn ich das noch anfügen darf, eine individuelle, subjektive, wie wir gesagt haben. Ja, stand doch, mein Herz wird nicht alt. Und schon in der ersten Strophe wird gesagt, du meiner Lust und wen. Hier sind wir plötzlich in einem völlig anonymisierten, ohne Punkt und Komma gesetzten, fahrigen Rahmen des Staus, in dem das Individuum überhaupt keine Zeit hat, eine Wahrnehmung festzuhalten. Ohne Punkt und Komma. Und das wären jetzt, ich habe jetzt hier nicht viel weiter geschrieben, aber Kategorien des Vergleichs. Reise. Beim einen ist es also Abschied gegenüber von Reise, ich nenne das jetzt mal Tätigkeit, also unterwegs sein, wenn man so möchte. So, dann haben wir Individuum und Kollektiv, ne, in dem zweiten Gedicht. Dann haben wir Aktivität und Passivität. Bei dem einen ist das lyrische Ich dasjenige, was mit der Natur feiern kann und aktiv sich um sie kümmert. Beim zweiten ist es ein Geraten, ein Mitgezogen werden und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir vielleicht noch die Tonalität, also dieses Feierliche auf der einen Seite und das, ja, sagen wir mal, etwas Lethargische, das Fahrige auf der anderen Seite. Mit diesen Kategorien könnte ich jetzt tatsächlich den Vergleich dann auch schreiben, und zwar immer in Bezug auf das, das war jetzt wenig, ist klar, auf das, was ich hierhin geschrieben habe. Das heißt, immer in Bezug auf die verschiedenen Unterschiede. Natürlich spielt eine Rolle, das eine ist nur eine Strophe, das andere hat vier Strophen. Warum könnte das so sein? Naja, bei den vier Strophen ist es auch eine gewisse Form des Romantischen. Also das heißt, man hat eben einen doch relativ strukturierten Auf- und wieder Abbau, zunächst das O bis hin zu dem wirklichen Abschied. Bei dem anderen ist es ein Block, und dieser Block, der lässt einen immer stocken und wieder weiter nach vor und nach hinten, eben ohne Punkt und Komma, wie in einem Stau. Ja? Gegen Abend gerieten wir in einen Stau. Ganz viele Enjambements, Parallelstrukturen. Gleichzeitig eben so dieser kurze Wechsel zwischen Reisenden, die zu Siedlern werden, die aber eben keine richtige Siedlung aufbauen, in der man wirklich miteinander spricht. So. Und darauf kann man sich jetzt rückbeziehen, und dann wird man vielleicht zu einem Fazit kommen und zu sagen, dass der Massentourismus eine Veränderung des Reisens hier erzeugt, weil ich eben ja nicht mehr stehen bleibe und ein Blitzen im Morgentau sehe, ja, sondern eben nur dieses Geraten, diese Karawane aus Lichtern, die Anonymität innerhalb dieser technischen Riesenschlange. Und das müsste ich dann zu Papier bringen. Und wenn man das dann schafft, dann hat man das gut gemacht. Ja. So, ich hoffe, dass diese doch jetzt wieder deutlich lange Erklärung dem einen oder anderen was geholfen hat. Wie ich schon gesagt habe, gebt mir gerne Feedback, gebt mir Rückmeldungen. Ich freue euch, wenn jetzt zu jeder Zeit von heute, 2019, bei 48,7 Grad, bis in 5 Jahren, oder wie auch immer, wie lange das auch immer dauert, bis sozusagen die Gedichte anders werden, dass ihr davon profitieren könnt. Unten werde ich noch vielleicht den Erwartungshorizont posten. Und den Lyrikband, den ich für Schülerinnen und Schüler versucht habe, in einer Art und Weise zu konzipieren, die es nachvollziehbar macht für diejenigen, die Lyrik tatsächlich auch als Thema nehmen wollen. Dennoch, ich bin ein Mensch aus dem Internet, also gilt auch hier, bleibt kritisch. Bis dann, meine Lieben. Sure.
Endlich wollte ich die Welt sehen.